Ihr findet, euer Leben ist zu langweilig und braucht mal ein bisschen Abwechslung? Tja, dann zeigen wir euch heute mal wieder super Anti-Lifehacks. Mit diesen Tipps kommt ihr einfach super schwer durchs Leben. Richtig genial. Oh, Daniel und Olli, Duo TV. Du hast richtig Bock auf eine Melone, hast aber keine Ahnung, wie man sie aufmacht? Hast gerade kein Messer dabei und mit den Zähnen geht's sowieso nicht? Da haben wir den perfekten Trick für dich. Leg die Melone einfach auf einen festen Untergrund, nimm einen Hammer in die Hand und schon bist du perfekt vorbereitet. Schlag einfach drauf zu, was das Zeug hält. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Du hast ein Ei und möchtest wissen, ob es noch gut ist? Mach auf gar keinen Fall den herkömmlichen Trick mit dem Glas, es wäre viel zu einfach. Es gibt da einen viel effektiveren Trick, den wir dir jetzt zeigen. Nimm dir einfach einen Kumpel, zum Beispiel den da, und lass ihn doch einfach mal das Ei probieren. Ja, dann beiß doch mal rein und guck, ob's noch gut ist. Nicht? Na, dann wissen wir ja immerhin Bescheid. Den Trick kann man übrigens auch mit anderen Sachen wie Milch oder Orangensaft machen. Funktioniert jedes Mal. Du willst Müsli frühstücken, aber Uri Geller hat wieder all deine Löffel verbogen. Dann pass mal auf. Streu als erstes dein Müsli auf ein Brett, dann nimm einen Hammer und zerkleine alles ein bisschen. Schön. Streu das Müsli in eine Schüssel, gib Milch dazu, nimm dir einen Strohhalm und auf geht's. Das perfekte löffelfreie Frühstück. Und das auch noch besonders verdaulich. Wer sich dabei verschluckt, hat halt Pech gehabt. Warnung, die nachfolgenden Beiträge sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Sie enthalten einen Dildo. Du kennst das, all deine Freunde können sich diese coolen neuen Konsolen mit Vibrationscontrollern leisten, nur du hast noch eine alte Konsole. Aber wir haben einen Trick, mit dem du deinen alten Controller richtig aufmotzen kannst. Nimm einfach den Dildo, eine Rolle Tape und wickel den Dildo einfach um deinen alten Controller. Jetzt musst du nur noch die Vibration anmachen und schon ist dein Controller genauso cool wie die neuen. Viel Spaß! Du willst unbedingt was unternehmen, aber dein Kumpel schläft natürlich wieder mal. Wie kriegst du ihn jetzt also wach? Mit den Händen wäre es ja widerlich. Und deine elfengleiche Stimme würde ihn natürlich nur viel tiefer schlafen lassen. Dann mach doch einfach Folgendes. Setz dich hinter ihn aufs Bett, nimm den Dildo zur Hand, heb die Decke hoch und los geht's. So, nun habt ihr mal wieder richtig gelernt, was ihr in eurem Leben anwenden sollt, um es viel spannender und schöner zu machen. Aber wie ihr wisst, machen wir ziemlich viel von so Quatschvideos und komm mal hier rüber. Hier sind so ein paar weitere Videos. Ihr könnt ja noch mehr so Anti-Lifehacks und Lifehacks. Vielleicht haben wir auch was Sinnvolles gemacht? Weiß ich nicht. Probieren wir es aus.